Mahlzeit, liebe Freunde, willkommen auf meinem Kanal Magna Farina. Ich bin euer René und heute geht's wieder weiter mit unserem kaputten Kompakt. Wie im letzten Video schon gesagt, ich zeige euch den Grund vom Motorschaden, was da überhaupt schiefgegangen ist, warum mir da das Pleuel quasi um die Ohren geflogen ist. Und ich zeige euch das Turbo-Kit von Maxperion Rods, was da uns zur Verfügung gestellt worden ist, gegen eine kleine Dazuzahlung. Aber ich erinnere dann auch nochmal ans Gewinnspiel. Am Ende des Videos habe ich auch schon im letzten Video angekündigt, beziehungsweise schon gestartet. Also, alle Infos auch in der Videobeschreibung. Schaut da mal vorbei. Und jetzt schauen wir uns mal das Chaos hier an dem Drecksbock hier mal an, was da passiert ist. Als ich beim zweiten Mal hier in der Halle war und eigentlich was am Golf machen wollte, kam es dann doch zu einer relativ spontan, ich schmeiß mal den Motor raus, Aktion, weil ihr unbedingt wissen wollt, was jetzt hier mit dem Motor war. Da war ich dann doch etwas verblüfft, woran es denn gelegen hat. Eigentlich wollte ich jetzt heute die Schaltwegsverkürzung beim Golf machen, habe mich aber spontan dazu entschieden, den Motor beim Kompakt auszubauen. Ja, hat soweit ganz gut geklappt. Hier sind wunderschöne Stückchen von einer Lagerschale, ganz große Stückchen. Und beim Schauen, was hier der Fehler sein könnte, ich denke mir, der ist ein bisschen komisch verfärbt. Der schaut auch irgendwie anders aus. Und der ist eigentlich auch irgendwie anders farben. Warum schaut denn der so komisch aus? Die Schraube ist locker. Ich habe die nicht gelöst. Wo ich die Ölwanne gemacht habe, habe ich die ums Verrecken nicht angelangt. Wie können sich die Schrauben lösen? Was zum Fick? Ich habe noch nie gesehen, dass sich Pleuellagerschrauben, die noch nie original angefasst worden sind, sich verdammt nochmal lösen. Das ist krass. Wenn wir uns die Lagerstelle von dem Pleuel hier anschauen, dann sehen wir, nach 300.000 Kilometern schaut das noch relativ aus wie neu. Am zweiten Zylinder schaut schon ein bisschen anders aus. Dritter und vierter schaut auch noch neuwertig aus. Da hat sich nämlich die Pleuelschrauben haben sich von selbst gelöst. Und ich vermute, das hat nichts mit Öldruckproblemen zu tun gehabt, weil ja manche behauptet haben, dadurch, dass ich die Ölbohrung von der Ausgleichswelle offen gelassen habe, dass dadurch dann ein Lagerschaden entstanden ist. Wären Öldruckprobleme vorhanden gewesen, wären Verschleißspuren überall zu finden. Also Zylinderlaufbahn, Kurbelwelle, die Lagerschalen generell. Aber dem ist leider nicht so. Das heißt, das Problem war ein anderes. Schrauben lösen sich eigentlich nicht von selbst, es sei denn durch Vibration. Was Sinn macht, da ich mir das erleichterte Einmassenschwungrad von dem Euro 2 M43 B16 erleichtert habe und eingebaut habe. Wenn das nicht gescheit gewuchtet ist, kann das zu Problemen führen. Und dann habe ich ja noch die Ausgleichswellen raus, die ja normalerweise der M43 B16 B18 gar nicht haben. Aber das im Zusammenspiel, dass die Kurbelwelle auch vielleicht noch anders deswegen gewuchtet ist, weil sie Ausgleichwellen hat, dass das Ganze eben dazu geführt hat, dass durch die Vibrationen, da ich ja eh immer Vollgas fahre und immer im Drehzahlbegrenzer hänge, kann es schon daran liegen, dass die Vibrationen hier die Pleuelschrauben gelöst haben, weil schauen wir uns mal auch mal die Lagerschale an, die sich hier in großen Stücken in der Ölwanne verteilt haben. Ich habe nach Glitzern beim Ölablassen gesucht. Da kann nichts glitzern, weil teilweise ganze viertelte Stücke von der Lagerschale rumliegen. So, dann haben wir hier unsere vier Kolben und Pleuel. Von der Farbgebung her sieht man auch, dass drei von vier Zylindern schön bräunlich sind, goldbräunlich. Auch die Lagerschalen an sich, okay, die schauen schon etwas verschlissen aus, also immer noch nicht schlimm für die Laufleistung.
Aber man sieht halt, dass der Motor was gelaufen ist. In der Nummer 2 ist das Pleuel halt kohlrabenschwarz. Auch das Pleuelspiel im Kolben normal, total freigängig. Der Kollege kippt auch von selber um. Den hier, der ist schon richtig festgefressen im Kolben. Der ist am Arsch. Zum Glück habe ich ja noch eine Kurbelwelle und ein paar Pleuel neue rumliegen. Beziehungsweise neue Pleuel, Haarschaftspleuel, die ein paar hundert PS mehr aushalten. Aber hier die Lagerschale, die hat es richtig zerfetzt. Das hatte ich schon. Das ist, habe ich so noch nicht gesehen. Ne? Gibt immer ein erstes Mal. Vielleicht sehen wir das auch nochmal ein zweites Mal, drittes Mal, viertes Mal. Mal schauen. Ja. Das ist die Ursache für den Motorschaden. Der Ausbau ging relativ fix. Zusammenbau, Einbau dauert ein bisschen länger. Wir haben ja vor, dass der ganze Fehler nicht mehr vorkommt. Wäre ja doof. Da ich keinen Bock habe, dass mir wieder irgendwelche Pleuelschrauben sich lösen oder andere Motorenteile im Inneren, müssen wir dann die neue Kurbelwelle bestenfalls feinwuchten. So, weil der Kollege eh schon so schnell hochgedreht hat, dass der Drehzahlmesser nicht mehr hinterhergekommen ist, habe ich richtig Bock, den noch schneller hochdrehen zu lassen. Also Kurbelwelle erleichtern, Kurbelwelle härten, feinwuchten. Kostet ein bisschen was. Dann, wenn wir feinwuchten, dann im Zusammenspiel mit dem Einmassenschwungrad und den neuen Haarschaftpleuel, damit es wirklich butterweich läuft und dass der auch wirklich seine 8000 Umdrehungen drehen kann, maximal. Ich denke, das wird schon möglich sein, selbst wenn er aufgeladen ist. Wenn das dann nämlich gemacht ist, dann haben wir wenigstens ein, zwei Sorgen weniger. Dann ist die Kurbelwelle stabil, keine bis weniger Vibrationen durch hohe Drehzahlen. Dann haben wir die Sorge weniger von den Pleuel, weil die ja bei 250 PS aufgeben. Aber da er 400 PS haben möchte und die Kolben bei 300 PS bei den 316er, 318er immer den Geist aufgeben, brauchen wir auch noch gescheite Kolben. Problematisch ist halt leider, einzigen Kolben, die passen würden, wären von einem 325er. Die gibt es nur als Set. Und selbst die müsste man dann bearbeiten, dass eben die Kompressionshöhe des Kolben passt. Also quasi, dass wir dann auch ein bisschen die Verdichtung reduzieren, weil an sich hatte ich vor, doch eine 10:1 Verdichtung zu fahren, aber das wird, glaube ich, bei 2 Bar Ladedruck, 2,5 Bar Ladedruck, die ich fahren müsste, nicht ganz möglich sein. Klar, so moderne Motoren, beispielsweise die von Mercedes, vom AMG, die 2 Liter mit den 450 PS, die fahren auch eine Verdichtung von 9:1 bei knapp 3 Bar Ladedruck. Da kann man sich ein bisschen dran orientieren. Also schauen wir mal, dass man dann, ich möchte keine Verdichtung von 8:1 fahren, dann würde der Motor ein bisschen zu uneffizient, weil ich möchte doch ein bisschen Technik drin haben. Also nicht einfach nur groß bauen, sondern auch ein bisschen, der soll auch ein bisschen sparsam sein für Sei, 400 PS. Macht keinen Sinn, aber wenn schon bauen, dann ein bisschen. Soll ja auch TÜV bekommen, ne? Mit dem TÜV habe ich auch schon gesprochen. Möglich ist es. Bis 380 PS kann er mir das Zeug so eintragen, ohne dass ich die Karosserie-Steifigkeitsprüfung machen müsste. Dann tragen wir halt 380 PS ein. Gut. Kupplung brauchen wir. Einspritzdüsen, Pumpe. Sowas kann man sich alles von einem Sechszylinder-Gedöns nehmen, aber die Kupplung, da gibt es von Sachs auch eine wunderschöne Performance-Kupplung für die 316er, die 400, nein, bis 600 Newtonmeter gehen die. Also es wäre rein theoretisch so machbar, dass man hier raus schön was machen kann. So, so viel zum Plan, was wir mit dem Motor machen. Nun zu den neuen Teilen. Nicht nur, dass wir jetzt ein Turbo-Kit da haben, ein Universal-Turbo-Kit,
wo er einfach nur Turbo, Ladeluftkühler, ein paar Schläuche, Blow-Off und Wastegate und so weiter dabei ist. Ich habe mir nämlich schon einen Krümmer geholt und einen Turbomotorhalter vom Sechszylinder, den müssen wir ein bisschen bearbeiten. Dazu kommen wir jetzt. Jetzt machen wir erstmal ein kleines Unboxing. Dann haben wir hier die ganzen Kartons, die im großen Paket dabei waren. Fangen wir mit dem spannendsten an. Hier, dem schicken wir von den sehr kulanten und wirklich netten Kollegen hier. Den Rest habe ich einfach mal auch schon ausgepackt, weil ich unbedingt wissen wollte. Dichtungen sind immer gut. Wie das ganze Zeug ausschaut und weil ich mir ein Bild machen wollte, wie die Qualität ist und damit ich Zeit habe, mir ein bisschen was zu überlegen, was ich dazu sage. Dann haben wir einen wunderschönen T3, T4 Turbolader, der sehr, sehr ähnlich einem Garrett ausschaut und auch die identischen Maße hat von Turbinenrad, Einlass und Auslass und auch mit derselben Nennleistung bis zu 500 PS angegeben ist. Der sollte an sich für unsere Zwecke reichen. In die Details gehen wir noch später. Dann hier eine etwas kleineren Ladeluftkühler. Der wird für den Anfang ausreichen. Ist zwar nur bis 350 PS angegeben, ob die Angaben auch wirklich von dem China-Zeug hier passen, werden wir rausfinden. Aber wie sagt man das so schön? Geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Wenn das Zeug am Ende wirklich funktioniert, dann ist es echt super Deal. Der Stars aus dem Kartell, mein Kollege, der hat das Kit ja auch verbaut für seinen Drifter und das Ding funktioniert. Also kann es gar nicht so verkehrt sein. Der fährt zwar keine super Spitzenendleistung damit, wir reizen das Ganze hier aus. Auch hier mit dem Universal-Ladedruckanzeigen-Ding schaut ein bisschen aus wie von Yond. Wird wahrscheinlich auch fast dasselbe sein. Bloß das, was anders draufsteht. Gut, dann haben wir hier eine kleine Verpackung. Mit einer dicken Ölleitung, Stahlflex-Ölleitung. Und einer dünneren Stahlflex-Ölleitung. Das wird Zulauf und Rücklauf sein. Dann haben wir hier noch ein paar Dash-Anschlüsse. Die können wir auch wunderbar direkt an der Ölwanne dann verschrauben. Dann müssen wir uns versuchen, was einfallen lassen, wie wir das an der Ölwanne machen. Aber ich denke, anstatt dass wir da was verschweißen an die Ölwanne, tun wir einfach einen Dash-Anschluss an die Ölwanne verschrauben. Die Dinge halten dann auch relativ dicht. Aber für den Anfang sind hier diese Universalteile eigentlich ausreichend. Hier haben wir in dem Karton einen echten Batzen, Rohre und Schläuche für die Ladeluft. Hier haben wir dann auch ein Rohr für ein Blow-Off-Ventil. Viele gewinkelte Alurohre, die wirklich eigentlich, wo man sagen muss, echt hübsch ausschauen. Leider sind sie eben glänzend, was ich nicht so mag. Ich hätte lieber schwarze Rohre gehabt. Aber kann man nichts machen. Auch hier wunderschöne Schellen. Und Samco-Schläuche. In Blau. Also das Kit wäre eigentlich optimal für
JDM-Autos. Wäre eigentlich auch super für meinen Eclipse gewesen. Aber ja, für einen Kompakt wäre mir einfach schwarz lieber. Für den Anfang zum Probieren taugt das auf jeden Fall. Hier haben wir noch ein Abgasrohr für den Turbolader und Handflanschen mit Dichtung. Hier Unterdruckschläuche mit einem Dampfrad. Da schauen wir, dass wir halt elektronische Ladedruckregelung einbauen. Für den Anfang wird das reichen. Hier haben wir dann das Blauventil mit einer recht straffen Feder. Eloxiert, glänzend, schön JDM-ig. Mit ein bisschen Kleinkram, Schläuche und so weiter. Nicht verkehrt. Hier haben wir das wunderschöne, riesengroße Wastegate. Das wird für den Anfang auch ebenfalls reichen. Auch wieder schön blau eloxiert. Das ist jetzt nicht meine Farbe, es sei denn, es wäre ein Arbus-blauer Kompakt gewesen. Dann hätte ich das blau gelassen. Vielleicht kann man das auch lackieren. Farbwahl ist für ein OEM hier in Deutschland etwas unpassend, aber scheiß drauf. Das wäre also das Kit, bestehend aus Turbolader, Ladeluftkühler, Wastegate, Blow-Off, Abgasrohr, Ladedruckanzeige, Ölleitungen, Dash-Anschlüsse und Kleinkram. Wie gesagt, da fehlt uns noch ein Krümmer, da fehlt uns generell die ganze Motorelektronik, die wir dann anpassen müssten und und. Aber mit dem Kit kann man prinzipiell alles aufladen, was es so gibt. Natürlich alles ohne Teilegutachten, ohne TÜV. Da muss man dann, wenn man das TÜV möchte, schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Aber prinzipiell möglich, machbar, wenn man verrückt genug ist. Ansonsten wirklich wunderbar für Drift Missiles oder Track Tools generell, wo TÜV scheißegal ist. Gut, zur Qualität von dem Ganzen. Schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Haben wir hier der wunderschöne Turbolader im Garrett-Verschnitt. Den wunderschönen T3, T4 Garrett-Verschnitt Turbolader. Schöne große Turbinenräder. Auch ordentlich schwer. Hier haben wir noch ein bisschen Platz zum Bearbeiten. Prinzipiell habe ich schon ein paar Videos gesehen, wie die Dinger aufgemacht worden sind. Prinzipiell ist die Qualität von den Dingern durchschnittlich. Ist jetzt nicht das Beste. Kein Wunder, ist China-Zeug. Aber die werden das wahrscheinlich von der Produktion von einem Turboladerhersteller abknüpfen und mehr oder weniger hier so fast als Rohling weiterverkaufen, damit die Leute das weiter bearbeiten können. Aber prinzipiell die Funktion von dem Zeug ist gegeben. Also die versprechen an sich bis 70 PS damit, so wie das Kit ausgeliefert wird. Aber ich denke, da ist mehr zu machen. In Amerika wird das Zeug mehr verkauft. Ist das Zeug auch mittlerweile auch etwas bekannter, weil es da sowas wie TÜV halt eben nicht gibt. In den USA wird das Zeug auch schon im professionellen Driftsport verwendet von Max Speeding Rods. Und wenn man sich in Foren umhört, heißt es halt, das Zeug funktioniert. Wie lange das Ganze haltbar ist, ist wieder was anderes. Aber die Turbolader kann man auf jeden Fall upgraden und bearbeiten. Auch wenn die Qualität, also ich bin noch in dem Turbo Game etwas ein Laie, aber vom Lagerspiel generell so passt das alles. Was qualitativ eindeutig schlechter ist, ist der Ladeluftkühler. Wenn wir uns hier den Ladeluftkühler anschauen, der ist ziemlich großmaschig. Die Lamellen sind etwas krumm, aber da habe ich schon von anderen Herstellern, die jetzt beispielsweise Wasserkühler Originalzulieferer sind,
auch schon sowas in der Qualität gesehen, aber sowas wie an Wagner kommt das hundertprozentig nicht ran. Manche Schweißnähte sind halt wirklich sehr gut gelungen. Die anderen schauen halt echt laienhaft aus. Wenn das Zeug aber seine 350 PS sauber aushält, abliefern kann, spricht nichts dagegen. Man kann wunderbar reinschauen. Ist jetzt nicht hundertprozentig strömungsoptimal, aber scheiß drauf. Mehr kann man hier zu dem Ladeluftkühler an sich auch nicht sagen. Die Ölstahlflexleitungen sind dagegen wieder extrem gut, würde ich behaupten. Was anderes bekommst du hier auf dem deutschen Markt qualitativ auch nicht. Sind sogar schön abgeschnitten. Das ist wirklich relativ schön. Auch die Dashleitungen kriegt man hierzulande in derselben Qualität deutlich teurer. Das ist wirklich dann schon wieder wirklich preisgünstig, was man da bekommt. Da kann man echt nichts sagen. Und es gibt ja ein, zwei Leute, die schwören absolut auf Dashleitungen. Und da bin ich dann mal gespannt, wie das dann noch im Auto, am Motor ausschaut. Die Gewinde sind sauber gemacht. Das lässt sich alles wunderbar, wunderschön verschrauben. Ich denke mal, auch wenn das aus China kommt, das ist einfach mittlerweile Standard 0815 Ware. Das bekommt man halt mittlerweile selbst aus China zur Top-Qualität. Das ist halt so, wie es ist mittlerweile. Dann kommen wir wieder zu einem Schrottteil. Was hierzulande, glaube ich, nicht mehr so verbaut wird. Das ist hier das Blau auf. Das schaut halt echt billig aus. Ob das funktioniert, das Eloxierte ist halt echt schön hier oben. Aber das Verchromte hier, das ist echt hässlich. Ich glaube, für JDM-Autos echt schön, aber für Amis würde das wahrscheinlich auch reichen. Aber schaut euch mal die ganzen Spruzler. Also, gerade 10. Das hat richtig hässliche Spruzler. Wenn das funktioniert, funktioniert's. Zum Ausprobieren taugt's. Wie gesagt, beim Stars funktioniert das Zeug. Aber für unsere Zwecke, ich weiß nicht. Zum Wastegate kann ich jetzt eigentlich so optisch gar nichts sagen. Das schaut eigentlich recht vernünftig aus. Die Innereien sind geölt, geschmiert, sauber verarbeitet. Das haben sie wahrscheinlich von der Großherr irgendwo abgegriffen, von irgendeinem, wo sie auf die Produktion zurückgreifen können. Das schaut doch echt sauber aus. Dann hier unsere Billo.